Heute haben wir den 4. Juni und ich starte jetzt zu einer Tour in die Gnanitz. Eine kleinere Radtour. Naja, werden wir sehen, was das Wetter heute noch so bringt. Sehr schön, schaut es ja momentan nicht aus. Auf dem Weg einmal nach Tauplitz kommen wir durch Grundl durch. Es ist noch ein Ortsteil von Bad Mitterndorf, wie überhaupt jetzt auch schon Tauplitz zur Großgemeinde Bad Mitterndorf gehört. Ja, und hier sind wir abgezweigt zum Radweg Richtung Tauplitz. Das ist doch ein wunderschöner Radweg hier, trotz sehr stark bewölktem Wetter. Ein Genuss, hier zu fahren. Und jetzt kommen wir zur Kulmschanze. Der Radweg quert das Schanzengelände. Und wir werden einen kurzen Blick auf diese riesige Schanzenanlage werfen. In der Zwischenzeit hat es aufgerissen, es ist schön geworden. Und ja, jetzt habe ich Tauplitz erreicht. Und da pedaliere ich gemütlich nach oben. Wunderschön jetzt mit der Wolkenstimmung. Und vom Ort Tauplitz führt eine Sesselbahn auf die Tauplitz, also auf die Tauplitzer Alm. Und ja, die ist aber anscheinend nur im Winter in Betrieb und im Sommer steht sie still. Jetzt sind wir schon auf dem Weg in Richtung Gnanitz. Hier ist die Abzweigung zum Sargdümpel. Das ist eine Karstquelle und es ist nach dem vielen Regen jetzt besonders viel Wasser in diesem Dümpel. Ich bin schon neugierig, was ich hier sehen werde.
Der Weg führt zwar viel durch den Wald, aber immer wieder gibt es Lichtungen, wo man sehr schöne Ausblicke hat. Und die Wiesen, die noch nicht gemäht sind oder zum Teil noch nicht gemäht sind, sind wunderschön. Da hat der Sturm sehr viel Schaden angerichtet. Das Holz wurde schon entsorgt oder weggebracht, aber es schaut hier fürchterlich aus. Ab hier geht es normalerweise nur mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad weiter. Ab dem Schranken gibt es dann nur mehr Schotterweg oder Schotterstraße. Ist ein bisschen holprig, aber im Prinzip für jedes Fahrrad machbar. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind in der Gnanitz. Ja, die Ruhe ist leider heute nicht so gegeben. Die Eurofighter trainieren da irgendwo über dem Toten Gebirge. Und das hört man halt leid. Unterschiedlich laut. Aber es ist trotzdem wunderschön. Es hat sich so schön ausgeheitert. Und es war eine wunderschöne Fahrt hier herein. Ein Ziel, dass sich sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad immer wieder lohnt.